Vielleicht pudert dir noch ein bisschen die Nase. Ich weiß. Wie viele Leute sind das? Keine Ahnung. Begrüßen Sie hier den in Karlsruhe geborenen und jetzt geht's los. Weltmeister in Doppel, Olympiazweiter in Doppel, WM-Dritter in der Mannschaft, mehrfacher deutscher Mannschaftsmeister, Steffen Fessler, genannt auf Sie. Wir freuen uns auf einen spannenden Tischtennisabend. Kurz was sagen? Ja, wir freuen uns auch. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung hier. Und wir hoffen, dass wir Sie heute Abend ein bisschen unterhalten können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und machen wir dann hier einen Tisch. Dankeschön. So. So, weiterhin begrüßen möchte ich Ihnen unsere deutsche Tischtennis-Legende, einer der besten deutschen Tischtennis-Spieler, die wir jemals hatten. Er ist vergleichbar mit Boris Becker im Tennis, muss man so sehen. Die Erfolge lesen Sie jetzt vor. Er ist am 22.05.1969 geboren, hatte gerade Geburtstag. Er ist in Lübeck noch, vielleicht kommt er ja rein. Hat er auch. Ja, das steht ja auch. Komm, im August. Ja, Geburtstag. Du hast am 17.08.68 in Karlsruhe, alles klar. So, also wir. Ja. Also, er ist Olympia, Dritter im Einzel-100 Landler 1996, amtierender Europameister in der Mannschaft, Europameister im Einzel 1992, Weltcup-Sieger im Einzel 1998, Weltmeister im Doppel 1989, Olympiazweiter im Doppel 1992, Europameister im Doppel 1998, Europameister-Cup-Sieger 93, 95, 97, erfolgreichster deutscher Spieler aller Zeiten, mehrfacher deutscher Meister und Europapokalsieger, EM-Dritter im Einzel 2003, Vize-Weltmeister in der Mannschaft 2004. Und aktuell, er kommt ja gerade aus Tokio, und jetzt ist er schon in Kiesstätte, ist er Vize-Weltmeister geworden, wieder mit der Mannschaft des Deutschen Tischtennisbundes. Begrüßen Sie mit mir Jörg Vossloch, genannt Vossi. Jedenfalls freue ich mich, dass ihr hier nach Griechenland gekommen seid. Und wie war es in Tokio? Schön. Nee, es war okay. Ich bin Weltmeister geworden. Wir haben eine wirklich gute Chance auch gerade im Finale. Ein überragendes Spiel und die Hauptstadt auch gegen den Olympiasieger. Aber die Schweden sind zu stark. Seit acht Jahren haben wir noch in China verloren, sonst wird man nicht mehr zwölf Wettbewerb. Thank you.
noch dran. Thank you.
Oh,